Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge habt ihr gesehen, wie wir einen anderen Char hier zum Werwolf verwandelt haben. Und ich habe noch ein paar Tipps und so dazu gegeben. Und jetzt geht es mit der Hauptstory weiter. Jetzt muss ich mal eben schauen. In der Richtung war unser Ziel. Wo sind wir denn jetzt? Wir sind ganz hier oben. Und zwar ist das bei einem Händler. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher, ob das jetzt hier hinter ist. Doch, es ist anscheinend hier hinter. Ja, genau, hier drin. Ah, eine neue Rekrutin. Wenn ihr hier seid, um zu helfen, können wir euch gut gebrauchen. Ich suche nach Angov. Tun wir das nicht alle, meine Freundin? Tun wir das nicht alle? Wir könnten einander vielleicht helfen, aber wir haben andere Angelegenheiten, um die wir uns zuerst kümmern müssen. Wir haben es hier wortwörtlich mit einem Aufstand der Untoten zu tun. Unsere Patrouillen durchstreifen die Wildnis, während unsere wichtigste Zaubermeisterin nach einem magischen Relikt sucht, das uns helfen soll. Aber ich mache mir Sorgen. Einige unserer Patrouillen sind nicht zurückgekommen. Möchtet ihr, dass ich die vermissten Patrouillen finde? Die Löwengarde braucht üblicherweise keine fremde Hilfe. Aber es sind ernste Zeiten. Tut, was ihr könnt, um allen Patrouillen zu helfen, auf die ihr stoßt. Und falls ihr auf Magierin Benele trefft, könnt ihr vielleicht auch aushelfen. Ich werde nach den vermissten Patrouillen und der Magierin suchen. Stenda segne euch. Ich habe ein paar Fragen. Ich werde euch erzählen, was ich weiß. Wo soll ich nach euren Patrouillen suchen? Im Nachhinein denke ich jetzt, ich habe die Patrouillen vielleicht zu weit aufgeteilt. Ich habe sie losgeschickt, um das Gebiet um das Feldlager zu patrouillieren, den Gaudet-Hof zu beschützen und die westlichen Ruinen bei Merovecs Torheit zu bewachen. Erzählt mir mehr über Gabriele Benele. Zaubermeisterin Benele ist im Auftrag der Magiergilde hier. Sie behauptet, dass es in den Ruinen ein Relikt gibt, das uns helfen wird, Angov zu besiegen. Aber Magie ist immer so unvorhersehbar. Und ehrlich gesagt, lässt sich Zaubermeisterin Benele sehr leicht ablenken. Warum verfolgt ihr Angoff nicht? Das würde ich nur zu gern. Aber eine Art Barriere schützt die Krypten von Khad Bedraut. Wenn Zaubermeisterin Benele uns nicht durch diese Barrieren bringen kann, kommen wir nicht an Angoff heran. Und die Untoten strömen immer weiter herbei. Ja. So, jetzt muss ich erstmal gucken. Durchsucht die Umgebung des Feldlagers, durchsucht Merovecs Torheit und durchsucht den Bauernhof. Umgebung des ich wollte eigentlich nur weiterlaufen, aber ist okay. Dann würde ich sagen, wir fangen mal mit dem Feldlager an. Scheint aber doch ein bisschen weiter weg zu sein, oder? Auf der Karte. Nö. Ist doch nicht so weit weg. Mal schauen. Du bist aber gemeint, oder? Du gehörst doch sicher zur Patrouille. Ich bin froh, dass ihr vorbeigekommen seid. Danke für die schnelle Hilfe. Das weiß ich zu schätzen. Ah, wir müssen drei Patrouillenmitglieder finden und befreien. Verstehe. Ich sehe nur gerade ehrlich gesagt keinen. Mach das Ganze mal ein bisschen größer. Also die Zombies sehe ich, das ist nicht das Problem, aber ich sehe hier keine mit irgendwelchen Patrouillen, Leuten kämpfen. Sollen wir nur die Zombies töten? Ich bin mir nicht sicher. Aber ich denke mal nicht, das wäre ja unlogisch. Aber ich sehe jetzt auch ehrlich gesagt niemanden, der jetzt hier. Nö. Ach so. Ach. Okay. Ich dachte, das wäre jetzt eine von drei Patrouillen, die wir finden müssten hier vorne. Aber das sind natürlich nur eine von drei Punkten, wo wir hin sollten. Das ist nicht, das sind. Aber ihr wisst, was ich meine. Okay. Widerliche Okay. Kreaturen.
Danke, dass ihr sie für mich getötet habt. Kein Thema, kein Thema. Durchsucht die Torheit. Irgendwo müsste hier einer mit jemandem kämpfen. Ich sehe aber gerade niemanden kämpfen. Da ist nur ein Zombie. Ach, da ist er. Ha! Der kämpft gar nicht, der wartet, bis wir angekommen sind, um dann so zu tun, als ob er kämpft, der Sack. Wir haben etwas Wichtiges zu besprechen, aber nicht hier. Zu unsicher. Trefft nicht am Wegschrein beim Feldlager der Löwengarde. Dort ist es sicherer. Ja, dem kann ich nur zustimmen. Jetzt kommen nicht ernsthaft direkt schon wieder die Zombies zurück. Hallo? So, Moment. Feldlager, beziehungsweise Wegschrein ist hier oben. Wo ist er denn da? Gnaret sei Dank, ich habe euch gefunden. Ihr wisst gar nicht, wie viele Leute ich schon getroffen habe, die von den Kultisten oder ihren Kreaturen zerfetzt wurden. Ja, beruhigt euch. Erzählt mir, was hier los ist. Ich war mit Zaubermeisterin Benele hier in der Nähe in Merovecs Torheit auf der Suche nach einem wichtigen Relikt. Als die Untoten uns angriffen, sahen wir uns zum Rückzug gezwungen. Doch die Magierin bestand darauf, dass sie kurz davor war, etwas zu finden. Sie hat so eine magische Sache gemacht und ist verschwunden. Sie ist einfach verschwunden? Sie sagte, eine Krypta hier in der Nähe würde ein Relikt bergen, das wir brauchen, um Angov zu besiegen. Ich wäre an ihrer Seite geblieben, aber sie ist einfach verschwunden. Ich habe Kommandant Ailes gesagt, was geschehen ist, und er sagte, ich soll euch suchen und euch davon erzählen. Habt ihr irgendeine Ahnung, wo die Krypta sein könnte, von der sie sprach? Die Krypta muss irgendwo bei den Ruinen von Merovecs Torheit sein. Sie hatte ein Tagebuch, in das sie andauernd geschrieben hat. Ich bin sicher, es enthält die genaue Lage der Krypta. Unser Lager ist westlich des Armeelagers. Ihr Tagebuch ist wahrscheinlich immer noch dort. Was könnt ihr mir über die Zaubermeisterin Benele sagen? Zaubermeisterin Benele ist ja ganz nett, aber unvernünftig. Selbst während der heftigsten Kämpfe hat sie kaum von ihren Büchern und Schriftrollen aufgeschaut. Oh, sie hat einmal ein kleines Päuschen eingelegt, um einen Zombie zu verbrutzeln, der zu nah an sie herangekommen war. Aber ansonsten hat sie sich von nichts stören lassen. Gute Frau. Ich sehe am Lagerplatz nach und suche Zaubermeisterin Benele. Okay. Das ist da, ne? Genau. Aber wo ist jetzt... Das wird hier gar nicht angezeigt. Ach so, doch, da hinten. Das heißt, ich muss auf jeden Fall da durchlaufen. Erste Straße nach links. So. Erste Straße nach links und immer weiter durch. Am Zombie vorbei. Genau, da ist es schon. Sehr schön. Beziehungsweise das Lager ist da. Sie nicht. So, Tagebuch von Gabriele Benele. Der Talisman ist hier. Ich bin mir sicher. Meine Nachforschungen haben ergeben, dass der Mitternachtstalisman, ein Relikt, das meiner Ansicht nach der Schlüssel für den Sieg über Angov ist, in diesen Hügeln versteckt ist. Und dank weiterer Nachforschungen konnte ich den genauen Ort ermitteln, an dem er versteckt ist. Ich weiß, dass Kommandant Marone das nicht gefallen wird, aber diese Gelegenheit darf ich mir einfach nicht entgehen lassen. Ich muss den Talisman beschaffen und ich darf keine Zeit verlieren. Ich glaube, dass die Gruft in der Felswand im Norden unseres Lagers die letzte Ruhestätte des Talisman ist. Leider wird unser Lager im Moment angegriffen. Untote Kreaturen greifen uns unerbittlich von allen Seiten an. Die Soldaten der Löwengarde werden schwächer mit jedem Angriff, den sie abwehren. Ich werde ihnen am Morgen den Rückzug ins Feldlager befehlen, wenn wir am Morgen noch leben. Dann mache ich mich auf den Weg zur Höhle im Norden. Sir Mali. Blut der Ahnen. Angovs Schergen lassen einem keine Pause. Was ist hier geschehen? Wir arbeiteten mit der Zaubermeisterin Benele zusammen. Ich habe sie aus den Augen verloren, als die Zombies angriffen. Jetzt bin ich der Einzige, der noch übrig ist. Diese Kultisten entweihen unsere Toten. Das ist ein Frevel an Tuvaka. Doch meine Wunden gebieten meinem Schwert Einhalt. Ich kann euch helfen. Was muss getan werden?
Blutdornen entweihen die Soldaten der Löwengarde, die in den Ruinen getötet wurden. Sie erwecken sie als Zombies. Mit einem heiligen Abzeichen könnt ihr die Leichname weihen. Das wird verhindern, dass man sie als Untote erweckt. Ich werde tun, was ihr wünscht. Weihet die toten Soldaten. Also da müssten jetzt welche rumliegen, denke ich mal. Reiten wir los! Ja, machen wir. Ich will jetzt hier nur erstmal einen Überblick erhalten. Genau, die sollen geweiht werden. Okay. Noch den hier. Ja? Das wäre dann der zweite. Da liegt noch einer. Na? Drei. Hier liegt noch einer rum. Nehmen wir den auch mal. Vier. Und da wird gerade was weggezogen. Das ist doch nett. Dann weihen wir den auch mal eben schnell. Fünf. Sehr schön. Dann können wir nämlich wieder zurückreiten. Geht mir mal aus dem Weg, bitte. Oder wir können nicht zurückreiten. Moment. Ist der jetzt beim... Achso, der ist da hinten beim Wegschrein. Er ist also quasi zurückgelaufen. Er hat das gerade gesagt und ich habe es nur überhört. Ich bin mir gerade ehrlich gesagt nicht so sicher. Ich habe gehört, jemand wäre in die schwarze Schmiede gegangen und hätte sie außer Betrieb gesetzt. Das sollte die Pläne des dunklen Fürsten etwas in Stock bringen. Ja, ist auch schon ein bisschen her. So, aber wo ist der Typ jetzt? Wo hat er sich versteckt? Tiefer? Ach, da. Ja, Sir Malik. Ihr seid zurückgekehrt. Sind Angoffs Diener vor eurem Zorn niedergefallen? Ich habe getan, worum ihr gebeten habt. Ihr habt ein gutes und heiliges Werk getan. Rastlose Seelen müssen zur Ruhe gebettet werden, damit sie sich nicht wieder erheben. Ihr habt meinen Dank dafür, dass ihr euch für mich um diese Sache gekümmert habt. Ja, da hinten kann ich anscheinend weitermachen mit der Hauptquest. Frage ist nur, wo ist das jetzt? Ist das hier oben? Nee, immer noch tiefer? Moment, wie weit geht das denn da? Da unten... Achso, findet die Krypta. Stimmt, da war doch noch was. Habe ich jetzt schon total vergessen, ehrlich gesagt. Ja! So, findet die Krypta. Ich dachte schon, ich renne jetzt hier. Ist das jetzt die da hinten drin? Ja. Nee, das ist die hier. Hallöchen. Ich treffe so ungern neue Leute, wenn ich nicht in Bestform bin. Sag mal, geht das noch? Wenn du zu viel gesoffen hast, kotzt mich nicht an hier. Ich treffe so ungern neue Leute, wenn ich nicht in Bestform bin. Ist mein Haar in Ordnung? Sitzt meine Robe auch richtig? Kommandant Alice hat mich geschickt, um euch zu helfen. Kommandant Alice? Ein guter Mann und ein guter Soldat. Aber wie habt ihr mich gefunden? Ihr habt euer Tagebuch im Lager gelassen. Habe ich das? Wusste ich doch, dass ich mein Tagebuch irgendwo verloren hatte. Aber ich habe euch noch gar nicht die aufregendsten Neuigkeiten erzählt. Ich habe den Mitternachtstalisman gefunden. Damit können wir Angoffs Barriere bei Khat Bedraut durchbrechen. Wir müssen dieses wunderschöne kleine Relikt nur wieder aufladen. Was ist der Mitternachtstalisman? Gefällt euch der Name? Ich habe ihn mir selbst ausgedacht. Klingt doch sehr verheißungsvoll, oder? Jedenfalls ist es ein dädrisches Relikt zur Beeinflussung von Portalen ins Reich des Vergessens. Wenn man weiß, wie man den Talisman benutzt, kommt man mit ihm an arkanen Barrieren vorbei. Und ich weiß, wie man ihn benutzt. Also ist dieser Talisman der Schlüssel, um Angoff zu besiegen? Der Talisman wäre der Schlüssel zum Sieg über Angoff.
Doch seine Macht ist aufgebraucht. Wir müssen den Talisman aufladen. Dann haben wir endlich eine Chance, uns um Angorf zu kümmern und die Schlacht zu ihm zu tragen. Ich kenne ein Ritual, das den Talisman aufladen und seine alte Macht wiederherstellen kann. Es gibt eine uralte Wirtsstätte am Strand hier in der Nähe. Wir können sie als Fokus für das Ritual benutzen. Ihr seid verletzt. Könnt ihr gehen? Ich muss mich nur einen Moment ausruhen. Danach kann ich dorthin gehen und habe genug Energie für das Ritual. Hier, nehmt den Talisman und geht schon einmal vor. Ich treffe euch dort. Ich werde euch an der Ritualstätte treffen. Immer diese blöden Sätze so zum Ende. Ich werde euch dort treffen. Ich werde das machen. Ich werde, keine Ahnung, was alles machen. Oder anders gesagt, normale Menschen reden nicht so. So, jetzt ist die Frage. Runterspringen könnte mein Selbstmord sein. Deswegen werde ich jetzt einfach mal versuchen, indem ich hier komplett die Straße runterreite und gefühlt 2 Millionen Leute mir hinterher schießen wahrscheinlich. Da geht's schon los. Also, man kann auch theoretisch da runterspringen, aber da muss man echt vorsichtig sein. Ach, ja, natürlich. Und ich kann natürlich dann auch nicht aufsitzen. Weil ich ja im Kampf bin. Da war ein Boss gerade. Ich glaube, der war da hinten auf dem Sandstück. Aber der war anscheinend nicht da. Das war jetzt mein Glück, weil sonst wäre ich ihn vermutlich komplett reingerast. Ich kann immer noch nicht weiter. Also noch nicht reiten. Da wären wir normalerweise runtergekommen. Also wenn man vorsichtig ist, kann man da runterspringen. Da ungefähr. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht immer, ob ich da den richtigen Punkt erwischt habe. Ach genau, das war hier unter dem Baum, glaube ich. Ja, da ist sie schon. Warum ist sie schneller als ich? Hallo? Ihr habt es geschafft. Keine Zombiebisse oder ähnliches. Könnt ihr mir erklären, was wir vorhaben? Ich habe eine Inschrift in der Krypta gefunden. Sie beschrieb das Relikt in bemerkenswerten Einzelheiten. Anscheinend kann der Talisman seine Energie unmittelbar aus dem Land selbst ziehen. Uralte Magie sättigt den Boden dieser Stätte. Sie ist der perfekte Ort, um das Ritual der Wiederaufladung durchzuführen. Und was geschieht jetzt als nächstes? Ich führe das Ritual durch. Ihr steht da und seht heroisch aus. Einfach, oder? Seid ihr bereit? Ich bin bereit. Und los geht's. Geschafft. Aber irgendwas stimmt da nicht. Habe ich nicht heroisch genug ausgesehen? Lag's daran? Das schien nicht richtig. Was ist geschehen? Geht es euch gut? Das Ritual ist geglückt, aber irgendetwas Grässliches hat mich angeblickt, als ich Energie in das Relikt leitete. Ich glaube, dass etwas im Talisman gefangen ist. Da ist etwas im Talisman? Was auch immer in diesem Relikt ist, ist uns sicher nicht freundlich gesonnen. Wir können versuchen, es mit dem Weissagestein der Wirt in dem Kreis ein Stück den Strand hoch auszutreiben. Legt den Talisman auf den Stein und tötet, was auch immer aus ihm hervorbricht. Das sollte reichen. Ich werde es töten. Was ist mit euch? Allein schon hierher zu kommen, hat mich mehr erschöpft, als es eigentlich sollte. Ich denke, dass ihr mit dem, was auch immer im Talisman gefangen ist, schon fertig werdet. Ich bin ziemlich sicher, dass es nur eine Unheilsbrut oder ein niederer Scamp ist. Legt den Talisman auf den Stein und tötet, was aus ihm herauskommt. Verstanden. Das ist übrigens ein sehr schöner Unterschlupf hier. Wir müssen... Ne, ich bin gerade überlegen. Müssen wir jetzt da hinten zum Anker oder was? Ne, das war, glaube ich, hier oben, ne? Ja, genau, hier oben. Ich sehe euch, kleiner Sterblicher. Ich bewache diesen Talisman seit zahllosen Jahrhunderten. Und ihr wollt ihn mir entreißen? Niemals. Ich werde euch persönlich zur Molag Bal zurückschicken. Ja, dann komm. Ja, komm nicht, weil du wieder mal von Basti am falschen Ort festgeblieben bist. Ihr habt es geschafft. Bei Akatas Schwingen. Was war das für ein Ding? Es war auf jeden Fall kein Scamp. Julianus, ich habe mich geirrt. Das Ding in dem Talisman ist viel stärker als gedacht. Verzeiht mir. Es war ein Remora. Ist der Talisman unversehrt? Remora? Oh, die sind übel. Entschuldigt.
Zumindest ist das Ding jetzt weg und wir können den Talisman nun einsetzen. Ich habe genug Energie, um ein Portal zu öffnen, das wir beide benutzen können. Seid ihr bereit, zum Feldlager zurückzukehren? Ich bin bereit. Wo ist sie? Wo ist sie da? Das ist es. Unsere ganze Arbeit hat uns an diesen Punkt geführt. Was ist der nächste Schritt? Wir sind bereit, uns Angov zu stellen und ihn zu vernichten. Dank euch wird er sich jetzt nicht mehr vor uns verstecken können. Ich habe Sir Lannis erzählt, was da draußen geschehen ist. Ihr solltet euch ihm einmal vorstellen, wenn ihr die Gelegenheit dazu habt. Ja, und wir erhalten einen geladenen Halsstab. Hier drüben. Wir haben viel zu besprechen. Ja, das denke ich auch. Allerdings höre ich so ein bisschen auf mein Bauchgefühl. Allerdings denke ich, dass wir hier auch einen kleinen Cut machen sollten, in der Hoffnung, dass die Story danach dann noch ein bisschen länger geht. Wobei wir auch kurz vorm Ende stehen, muss ich dazu sagen. Aber wenn ich mich richtig erinnere, hat das, glaube ich, auch irgendwas mit Katakomben und Skeletten zu tun und ich glaube sogar mit irgendwelchen Zaubern. Kann auch sein, dass das einfach nur eine Nebenquest war, die ich jetzt im Kopf habe. Ehrlich gesagt, ich weiß es nicht mehr hundertprozentig. Nichtsdestotrotz machen wir hier erstmal einen kleinen Cut und sehen den Rest dann in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.